Ja, interessiert's mich nicht. So. Okay, mal gucken, was jetzt uns erwartet. Alles, nur keine Musik. Ich lasse mir doch die Party nicht von einer kaputten Stereoanlage verderben. Wo habe ich nun das Werkzeug? Genau, abreparieren. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Aber er scheint es geschafft zu haben. Oh, wie sieht er denn jetzt aus? Oh. Ja. Hagi ist nicht mehr vonnöten, würde ich sagen. Oh. Brauche Dusche, fühl mich erschlagen. Ja, dann mal duschen. Ich möchte mal hier die Dinger ausblenden. Dass der das überlebt hat. Also ich habe jetzt eigentlich fest damit gerechnet, dass der drauf geht. Was scheint? Naja. Wir reparieren das Ding einfach mal. Ich glaube, das nächste Ziel wird nämlich jetzt sein, das trotzdem noch zu reparieren. Okay, ich glaube, das war nichts. Fred, was hast denn du uns zu sagen? Ich habe Natascha vorhin hier gesehen, Lukas. Sie hat bestimmt deine Stereoanlage sabotiert. Ja, das haben wir auch gesehen. Ich frage mich, was sie sonst noch alles angestellt hat. Bestimmt war es auch Natascha, die dieses Mädchen im Park auf mich angesetzt hat. Okay. Die scheinen jetzt beide sehr beeindruckt gewesen zu sein. Ich glaube, ich lasse den Mechaniker holen, ey. Wir könnten ja auch gleich einen bestellen für morgen. Tja, die Stereoanlage ist hinüber. Ich hab's. Ich werde Naomi ein Ständchen bringen. Das ist auch viel romantischer als das Gedudel einer Stereoanlage. Ja, wahrscheinlich. Könnte sein. Wo sind die Olle? Oh, ist das für eine schreckliche Lache. Oh, wir können keinen. Okay, kein nix mit Handwerker und so. Wo waren das? Garn anmachen, Ständchen bringen, da haben wir es doch. Ja, zur Not kaufen wir uns eine neue Stereoanlage. Wir haben es ja, ne? Hat er total toll gemacht. Es war sehr lustig, aber morgen habe ich einen anstrengenden Tag vor mir. Ich sollte dafür sorgen, dass die Gäste so langsam nach Hause gehen, damit ich ein wenig schlafen kann. Oh, oh, sie sind beide verliebt. Super. Entschieden von allen. Sieht ja schon mal gut aus. Aber was haben die für... Aber was hat Lukas für einen anstrengenden Tag vor sich? Das würde ich zu gern mal wissen. Wer ruft da jetzt an? Mal gucken, wer wieder nervt. Ach, hier unser anderer Kumpel. Hallo Lukas, Alphons hier.
Ich habe Beweise dafür, dass Natascha Josef so schnell wie möglich heiraten will. Anscheinend will sie sich Bistek um jeden Preis unter den Nagel reißen. Klingt ja schon mal total toll. Gucken, was jetzt Lukas dazu sagt. Sag da auch mal was dazu, Lukas. Was? Paket erhalten, schon wieder? Was ist denn jetzt wieder los? Alter, ich halte ja Pakete über Pakete. Irgendwann erhalte ich noch mein Essen in Paketen. Eine Lieferung für Sie, mein Herr. Viel Spaß damit. Okay. Kapitel 6. Okay, nach dieser Poolparty ist klar, dass bei mir in puncto Dating alles schief läuft. Zuerst ist die Stereoanlage implodiert und als ich versuche, sie zu reparieren, habe ich auch noch einen Stromschlag bekommen. Danach war die Stimmung im Eimer. Obwohl der Rauch, der aus meinem Kopf stieg, alles sehr erheiterte. Aber mein Ständchen für Naomi ist gut angekommen. So etwas muss ich unbedingt nochmal machen. Ja. Freut mich, dass die anderen sich freuen, wenn ich leide. Ist ja auch ein warmes Leben so, ne? Okay, Lukas, wir gehen schlafen. Aber nachts 2:30 war es, glaube ich, gerade, bringt noch ein Paket vorbei. Also das ist ein Postservice da. Schon krass. So, tun wir erstmal das Klo benutzen. Das ist so ein bisschen vorspulen, die ganze Sache. Müssen wir eigentlich heute arbeiten? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, heute ist Freitag, ne? Muss man gar nicht. Doch, Freitag müssen wir auch arbeiten. Ja, Lukas, was machen wir jetzt noch mit dir? Du räumst hier nichts auf. Tu ein bisschen vor hier rumsitzen. Ja, ja, in etwa einer Stunde. Er räumt immer noch auf. Wozu bezahlst du dein Hausmädchen? So, gib dem ollen Hausmädchen was zum Arbeiten. Was ist jetzt wieder? Kann aber gut. So, dann mal ab auf Arbeit mit dir. Komm, weg. Da ist unser Hausmädchen. Weg ist es wieder. So, wie lang? Mhm, alles klar. Nur mal kurz geschaut, wie lange wir eigentlich schon aufnehmen.
Da ist der Alfons. Ich werde ein bisschen mit ihm quatschen und mal sehen, was es Neues gibt. Alfons! Mensch, altes Haus! Lukas, die Beweislage ist erdrückend. Immer mehr Hinweise geben eindeutigen Grund zur Annahme, dass es Natascha war, die hinter deinem eher misslungenen Datingversuchen mit Naomi und Alexa steckt. Ja, so sehe ich das auch. Jetzt? Und sie hat meine Stereoanlage kaputt gemacht. Danke für die Information, Alfons. Hast du gut gemacht, Alfons. Ich bin stolz auf dich. Ich frage mich, was Naomi gerade macht. Ich werde sie mal anrufen. Ja, sofort. So, ich nehme aufs Klo. Naomi, wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Wie geht es dir, Naomi? Wann sehe ich dich denn nochmal? Wie wär's mit morgen nach der Arbeit an der Baywood-Sternenbahn? Super, bis dann. Alles klar. Es war ganz schön anstrengend, sich wieder bei Naomi einzuschmeicheln. Ich werde heute Abend zu Hause bleiben, mir den Schlafanzug anziehen und mich ausruhen. Tu er dies. So, was denn du wieder? Wer auch immer du bist. Stoß mal zu Abendessen. So. So. Was ist eigentlich mit der Stereoanlage? Ich würde gerne den Service anrufen, die reparieren lassen. Aber es geht wahrscheinlich nicht. Doch Handwerker. Super. Jupp. Sehr schön. So, ach, wir können noch ein bisschen mit unserem Kumpel plaudern hier im Whirlpool. Kunst unterhalten sie sich über Musik. Wie sich das anhört. So, ich glaube, es ist spät genug. Tun uns jetzt verabschieden. Kuscheln. Mist, ist gerade vorbei. Moment, ich will mal was ausprobieren. Ich möchte mal was ausprobieren. Kuscheln, geht das denn? Na? Na? Funktioniert nicht.